Welche Rechte habe ich als Mutter am Arbeitsplatz? Wenn du schwanger und erwerbstätig bist, ein Baby hast oder stillst, hast du als Mutter natürlich besondere Rechte am Arbeitsplatz. Einerseits musst du natürlich deiner Arbeitgeberin nicht sofort sagen, dass du ein Kind erwartest. Andererseits kannst du sie frühzeitig einweihen, um dir beschwerliche Arbeiten zu ersparen, die vielleicht gefährlich für dich oder dein Kind wären. Deine Arbeitgeberin muss dir einen Raum zur Verfügung stellen, in dem du dich ausruhen kannst. Wenn du dich nicht gut fühlst, darfst du den Arbeitsplatz verlassen. Allerdings ist dir in dieser Zeit kein Lohn geschuldet. Ansonsten brauchst du ein Arbeitszeugnis von deiner Ärztin. Ja, und sonst? Es ist bestimmt gut, wenn du mit deiner Arbeitgeberin bereits die Zeit nach dem Mutterschutz besprichst. Beispielsweise, ob du danach Teilzeit arbeiten möchtest oder ob du noch unbezahlten Urlaub beziehen möchtest. Denk daran, während des unbezahlten Urlaubs bist du unter Umständen nicht gegen Unfall versichert. Sowieso gilt, dass dir während der Schwangerschaft und den 16 Wochen Mutterschutz keinesfalls gekündigt werden darf. Das gilt auch, wenn du noch nicht einmal wusstest, dass du schwanger bist. Ja, und was ist, wenn das Baby einmal da ist? Und ich gratuliere herzlich an dieser Stelle. Dann hast du natürlich als stillende Mutter auch besondere Rechte an deinem Arbeitsplatz. Wenn du stillst oder wenn du während deiner Arbeitszeit deine Milch abpumpen möchtest, wird dir das im ersten Lebensjahr deines Kindes als Arbeitszeit angerechnet. Auch hier muss dir ein ruhiges, sauberes Zimmer zur Verfügung stehen, das du abschließen kannst. Abpumpen auf dem WC musst du auf keinen Fall. Wenn du die Milch aufbewahren willst und später deinem Kind verfüttern möchtest, muss dir natürlich ein Kühlschrank zur Verfügung stehen und fließendes Wasser, ein Lavabo, damit du natürlich auch deine Pumpe auswaschen kannst.